drauf. Nichts Moment. Riesenadel ist schon drauf. Schummelzettel weg. Drauf. Scheiß auf den Schummel. Mein Zettel. Was ist da drin? Ich weiß, das ist Wasser. Verstehe. Was ist das? Das ist doch geil, dieses gelbe Ding. Zeig mal. Sella. Sella wie? Sella wie? Sella Water. Sella Wasser. Welschriesling. Süßwein. Essenz. Essenz. 6% Alkohol. Von Haarräter. Ganz, ganz wenig Alkohol. Riesling Essenz 2004. Aus dem Burgenland. Von oh, hat das Haarräter. Eine geile Farbe. Bist du deppert. Bist du deppert, Alter. Welschriesling, Kraševina, ja. Wa? Ja. Im Ostblock. Ja. Kraševina. Ostblock, die Kroaten werden dich hängen, wenn du so in den Ostblock sagst. Ja? Die hängen die auf, ja, Alter. Das sagen dir gleich, die Kroaten die hängen dich. Die hängen mit nicht. Prost. Ja. Hm. Essenzen. Matthias und Thomas ja. Harterer. 2004. Harterer, Haarräter, Alter. Wir sind in Österreich, ja. Du musst dich umgewöhnen, Haarräter, nicht Harterer. Haarräter aus dem Burgenland, ja? Mm. Eine Essenz. Essenzen kennen wir aus dem Tokai. Das sind ja ganz konzentrierte süße Weine mit ganz wenig Alkohol. Eine Essenz, ja, Nektar würde ich auch gerne ja, mal. Fantastisch, ja, fantastisch. Also im Tokai gibt es da ganz, ganz große Sachen. Auch im slowakischen Tokai um sehr vernünftige Preise, ja? Aber das ist ein Versuch, ein österreichischer Versuch quasi, diese Essenz ja vom Welschriesling, eine meiner Meinung nach völlig unnötige Traube außer dem Süßwein, und außer im langen Ausbau, eine Traube, die völlig missachtet und verkannt wird, dieser Traube einen Essenzcharakter zu geben. Und ich finde das ganz, ganz großartig. Ja, komm, im Burgenland gibt es auch schon ein paar Welschriesling, die man schon noch so als normalen Feind trinken darf. Nee, ich bin da kein Freund davon. Ich war niemals und werde auch niemals ein Freund des burgenländischen Welschrieslings. Nee, du magst auch kein Pinot Noir. Und doch, mach dir ein Pinot Noir. Ich keinen Scheißdreck hier. Ja, ja, völliger Blödsinn. Es ist super, es hat wenig Alkohol, es ist Traube pur, es ist Charakter, es hat Kraft. Ja? Es hat Rosine, Weihnachten, ja. Orange, ja. Zitronen. Das muss man zu Weihnachten servieren, das ist ein fantastischer Wein zum Weihnachtskuchen. Ganz, ganz großartig. Apfelstollen, Stollen. Eine Fruchtexplosion, eine Marzipan. Aroma-Explosion an Süßstoff, ganz, ganz großartig. Einer der besten Süßweine, den ich seit langer Zeit getrunken habe, ganz, ganz großartig. Holunderholz. Auch, ja, klar. Im Duft, auf jeden Fall. Oder das Harz vom Holunder, so. Ungefähr. Harz vom Holunder? Holunder ist kein Harz, das ist einfach Holunder. Du hast schon recht, das ist Holunder. Ich meine den Strauch, ich meine nicht die Früchte. Alter, schenk was, ja. Es ist echt super, es hat nur 6% Alkohol, also man kann es ordentlich trinken. Das macht kein Problem, weil es wenig Alkohol hat und weil es ganz, ganz fantastisch ist. Klebt tut's. Es klebt wie ihr. Es klebt doch. Ersetzt den Patex. Winnie Pooh würde sich darüber freuen. Das ist und noch eines. Es ist Honigersatz. Es hat extremes Lagerpotenzial. Dieses Ding kann man sicherlich 20 Jahre weglegen, wenn man will. Ja? Also, wenn man es schafft. Welcher unserer Zuseher 2004 geboren ist, hört gut zu, 2004 geborene Captain Cork Zuseher, ihr könnt auch diesen Wein kaufen, jetzt, wo ihr schon 6 Jahre alt seid, könnt ihr diesen Wein kaufen und auch weglegen, denn er bringt echt viel. Ja? Er ist ein ganz grandioser Wein, viel ganz Frucht, viel Lebkuchen, viel Marzipan, Potenzial. Viel Rosine, viel Süße im eleganten Top-Niveau, ein ganz, ganz großartiger Wein, eine Essenz aus Österreich 2006. Ja, was? Aber eins muss ich jetzt nochmal sagen. Sag. 2004 im Übrigen. Ah, 4, danke, ja. Was noch? Eins muss ich jetzt nochmal sagen. Also besser den Wein nicht kaufen, den trinken wir lieber selber. Ja, es gibt ja auch nicht so viel davon, ne? Nee. Nehme ich an. Ne? Essenzen gibt es ja nicht so viel davon. Also hört nicht mehr hin, schaltet ab. Ich schätze mal ruhig. Maximal 1000 Flaschen. Ja. Kleine Flaschen. Ja, kleine Flaschen, ja. Gut, dann wollen wir das auch gar nicht weiter sagen, oder? Nee, ne? Nein. Eigentlich nicht. Weg. Ne? Nee, weg damit, weg damit. Musik, weg. Komm, wir gehen. So. Alles weg. Das war's, das war's. Wir wollen nicht so weiter sagen. Wir wollen nicht so weiter sagen.